Schönen guten Tag. Als ich eines Tages auf meiner Couch saß und nichts Schlimmes erwartet habe, sondern eigentlich nur chillen wollte, hat der TikTok-Algorithmus mir die seltsamste TikTokerin vorgeschlagen, die ich jemals gesehen habe. Die Videos ekeln mich schon ein bisschen an und verwirren mich aufs Absolute. Und zwar ist das die TikTokerin Ivy Bloom. Sie ist irgend so ein random Mädchen, was an übertriebenen Humbug glaubt. Und ich sag nicht, dass sie irgendwie an Magier glaubt oder so. Nein, die glaubt an ganz andere übernatürliche Kräfte, aber ja. Seht selbst. I require all my guests to use the bathroom outside. Hi, my name is Ivy Bloom and this is my outdoor potty area. Outdoor potty area. Also der Platz, wo man eigentlich scheißt, ist die Toilette, ist das Bad so. Und sie sagt jetzt, dass wenn Gäste zu Besuch sind, sie bitte die Outdoor-Toilette benutzen sollen? Was? I used to let my friends use the bathroom in my house, but I've since learned how unsanitary that is. Before entering the potty area. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung, was da in diesem Garten abgeht oder abgegangen ist und ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich hoffe einfach, dass das nicht die Spots sind, wo vorherige Gäste, naja, ihr Geschäft verrichtet haben. Sie sagt, dass es unhygienisch sei, wenn alle Gäste auf ihr Klo gehen. Okay, ich verstehe ein bisschen den Aspekt, dass wenn man nur ein Klo hat, man jetzt nicht unbedingt Lust hat, dass der Kerl hier kurz seine XXL-Packung Chili Cheese Nuggets, die er gestern gegessen hat, da wieder reinhaut. Aber ich würde auf keinen Fall in den Garten gehen, wenn du mir das sagst. Soll ich mich da durchschleichen, bis ich meinen perfekten Ort gefunden habe oder was? Require guests to put on these foot covers. And first-timers are required to read the rules. Ich muss sogar Schutz über meine Schuhe ziehen. Na, was zum Teufel liegt da schon alles in diesem Garten? Und die Regeln sind, dass man mindestens 6 feet, also ungefähr 1,80 Meter Abstand halten muss zu einem anderen Marker. Also ich weiß nicht, aber das sieht mir nicht nach 1,80 Meter Abstand aus. Die Leute haben einfach irgendwo hingeschissen. Die zweite Regel ist, dass man nur 2 Stück Klopapier benutzen darf pro Session. 2. 2 Stück nur. Wie stellst du dir das vor? Wenn du die nicht zusammenfaltest, reißt dir das Ding wahrscheinlich durch, während du beim Abwischen bist. Und dann hat man das alles an der Hand. Die letzte Regel ist, dass man sich irgendwo eintragen muss nach dem Benutzen. Wozu auch immer. Und was passiert jetzt, wenn man gegen eine Regel verstößt? Kommt die Security vom Haus und du wirst verhaftet? So wie sie drauf ist, gibt's da bestimmt noch einen geheimen dunklen Keller, wo man hinverschleppt wird und dann werden so geisteskranke Experimente mit einem gemacht. The most important rule is to dig at least 6 inches from an existing stick, because that's where another guest has dug a hole. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich jemand gemacht hat. Als ob da jemand wirklich hinkackt und dann diesen Spot markiert mit diesen Stecknadeln. Nie im Leben, sie muss trollen. Do and put your toilet paper on top. I provide seeds that must be placed inside to keep my garden growing. And once that's placed inside, you cover it up with the dirt you dug up and then place some leaves on top. The last thing you have to do is mark the spot with one of these sticks. Ja, genauso einfach funktioniert es. Auch noch mit Dünger, damit in dem Garten etwas wachsen kann. Und dann wird das Ding markiert mit einer XXL Stecknadel. Die Lieblingsfarbe darf man sich auch noch raussuchen. Vielleicht kommt man ja eines Tages wieder in den Garten und bekommt so nice Flashbacks. Oh mein Gott, guck mal da hinten. Der grüne da war meiner. Als wäre es gestern gewesen. I do live in Arizona and it gets really hot. So I provide a bucket with refreshments and snacks that visitors can snack on while using the bathroom. And yes, there is a privacy curtain. Okay, alles klar. Das muss ein Witz sein. Das meint ja keine Person ernst. Trotzdem frage ich mich, wie kommt man auf diese Idee? Selbst wenn es gestellt ist für Klicks und Fame. Wie kommt man auf diese Idee? Once that's done, they can take the covers off their feet and wash them in this bucket. Then they have to place them in this jar, so that the next guest can. Das wird immer schlimmer jetzt. Also das kann nur das Werk eines Psychopathen sein hier. Once my guest is done using the bathroom, I require them to sign this journal. And I do respectfully ask for tips, because maintaining this area can get a little expensive. Es gibt sogar ein Gästebuch und es wird nach Trinkgeld gefragt. Also erstmal, das kann niemals sein. Das hier ist safe alles fake und sie hat selber dieses Gästebuch ausgefüllt. Weil niemals hat sich Marco hier am 10.04. eingetragen um 17 Uhr und hat dabei Lay's Chips gegessen. Bro, dein Ernst? Oder Sam hat Sushi dabei gegessen. Welcher Mensch frisst Sushi, während er im Garten von einem Fremden am Abseilen ist? Und yep, das Trinkgeld muss auch von ihr selber sein. Nie im Leben tippt jemand $20. $20 Trinkgeld dafür, dass man nicht auf das Klo drinnen durfte, sondern den Garten nehmen muss. Sie wurde daraufhin gehatet in den Kommentaren und entweder die Leute meinten halt 100% fake oder wollten ihr klar machen, was für eine schlechte Gastgeberin sie ist. Und sie hat darauf geantwortet. I got a lot of hate because I told the world that I make my guests use the bathroom outside. And while that's true,
there are some people whom I let use the bathroom in my house. Okay, krass, also anscheinend dürfen Leute ja doch ihre Toilette benutzen. Every full moon, I host a cleansing ceremony where I offer friends a chance to come over and let me cleanse them. I make the attendants sit down on this tapestry and I shower them with turmeric powder. Du möchtest mir also jetzt erzählen, dass wenn ich auf deine Toilette möchte, so eine ganz normale Toilette da ist, nicht irgendwie die Klobrille aus Gold oder so. Dafür muss ich erstmal eine Zeremonie machen und dann so einem Ritual teilnehmen, wo du mich reinigen möchtest? Was geht hier ab? Sie sieht mir jetzt nicht so aus, als würde sie da gerade sehr gereinigt werden oder so. Then I place this amethyst crystal on their head, as well as this healing chakra headband, and I offer them moon-charged zodiac water according to their zodiac sign. It purifies. Vom Mond aufgeladenes Sternzeichenwasser. Okay, genug. Das erinnert mich erstmal an dieses Badewasser, was Belle Dolphin verkauft hat. Einfach Badewasser, wo sie drin gebaden hat. Und Leute kaufen das! Ja, und das hier, wer hat sich das ausgedacht? Vom Mond aufgeladenes Sternzeichenwasser, was an dein Sternzeichen angepasst wurde. In welchem Fiebertraum befinde ich mich hier gerade? Oder in welchem Fiebertraum befinden die sich da gerade? Wie soll das funktionieren, dass das Wasser für dein Sternzeichen angepasst wurde? Laber kein Müll, das ist einfach Leitungswasser, mehr nicht. The body and fills you with positive energy. After they drink it, I ring my chakra pool. And I have my attendants meditate for 30 minutes. Wie soll man bitte in Ruhe meditieren, wenn man voll ist mit irgendeinem Pulver, dabei die ganze Zeit dieses Ding hört und 2 Meter neben einem liegen diese ganzen Marker, wo die Leute hingekackt haben? I require attendants to empty their system one last time outside, before they can begin the next stage in the process. I walk them to my room, where I have a 639Hz cleansing audio setup. I have attendants put on a hazmat suit and have them kneel down and close their eyes. Ich hab doch gesagt, die hat so einen verrückten dunklen Keller. Die sind halt, glaube ich, auch im echten Leben auf einem abgedrehten Brainrot-Film, weil die haben sich ja echt den weirdesten jemals ausgedacht. Was ist das für ein Ritual? Nur damit das Klo benutzt werden darf. They must get into the present and maintain an empty mind for one. Und ihr hier wird gleich wirklich die Gehirnflüssigkeit rausgesaugt in diesem Raum. Mir auch übrigens, und das nur beim Anschauen von diesen Videos. One hour. While they're meditating, I gather flowers from my garden to brew a herbal green tea. It rejuvenates the body and detoxes the system. I bring them the tea during the meditation and have them. Das geht immer noch weiter. Wann hört es auf? Ich dachte, das am Anfang war jetzt schon der eigentliche Witz, so dass man in den Garten muss, aber wie sind wir hierher gekommen? Present in the moment. Once an hour has passed, I ring this 512Hz tuning fork to finalize the cleanse. And now, they're allowed to use the bathroom in my. Yo, Shadi ist besessen. Die wollte nur auf das normale Klo gehen und jetzt hat die eine Psychose bekommen. Die ganze Story nur dafür, dass jetzt der Joke vorbei ist, oder was? Und sie kann einfach auf das normale Klo gehen? Ja, die müssen was genommen haben bei der Erstellung von den TikToks. It finally happened. I manifested the man of my dreams. Yo, can we get her on stream? Und was ist jetzt der nächste der mich erwartet? Jetzt möchtest du mir erzählen, dass du deinen Traummann, Aiden Ross, manifestiert hast. Ivy Bloom TV. All my life, I'm not trolling you. All my life, it's kind of working. My crystal box worked. I'm a little nervous, because he's a Libra and I'm a Virgo, which means we are not compatible. Was? Wieso reagiert der Typ jetzt auch noch auf sie und sagt, dass es funktioniert? Ja, natürlich, das funktioniert, um ihre beiden Seelen zu vereinen. Und darüber brauchen wir gar nicht reden, oder? Da steht eine Gummipuppe mit seinem ausgedruckten Gesicht. Was für eine kranke Scheiße ist das hier? Means we are not compatible. But I have a solution. First, I had to set up a zodiac sign transfer pod. I needed a 282Hz Gemini vibration to hit me from all directions. And I poured rhodonite powder all around the space. And now it was time to become a Gemini. Was zum F*** passiert hier? Das hat alles noch irgendwo ironisch angefangen und jetzt sehe ich gleich bei einem satanischen Ritual zu, was dafür sorgen soll, dass sie ihre Sternzeichen ändern und dann dasselbe haben. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, gerade falls bei einem Zuschauer hier gerade wirklich die Synapsen durchbrennen, weil man einfach Brainrot gegangen ist. The next step had me really worried, but Aiden reassured me everything was going to be okay. Don't worry, sweetie, the Zodiac transfer is going to go great. The audio and got into the pod. Ach du heilige Scheiße, sie erhebt sich wirklich aus dem Wasser. Yep, nein, tut sie nicht. Das ist Scheiße fake. Wer auch immer hinter diesen ganzen Skripts steht, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist offiziell retarded. Du bist retarded, Bro. Und yep, dreimal dürft ihr raten. Ich habe nämlich den Grund gefunden, wieso sie das alles tut.
sie hat ein OnlyFans. Natürlich! Exclusive Content. Oh Gott, Mann. Wieso läuft es irgendwie immer auf das Gleiche hinaus? Eine Frau macht Brainrot-Content, was die Leute triggern soll. Und natürlich hat sie zur gleichen Zeit ein OnlyFans am Start. Und natürlich musste auch so jemand wie ich mich wieder von triggern lassen. Ich bin wieder perfekt drauf reingefallen. Und mach sogar noch ein Video über sie, ey. Ich hoffe, ich konnte trotzdem dadurch ein paar Leute motivieren, nicht auf sowas reinzufallen. Und sowas nicht mehr zu liken. Liked stattdessen dieses Video hier. Wie wär's denn damit? Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.